Hallo Leute und willkommen zum dritten Teil des Schiffs- und Flottenguides. Wir hatten uns in den vorherigen Teilen schon diverse Themen angeschaut. Da könnt ihr dann nochmal nachschauen, falls euch davon was interessiert. Hier im dritten Teil wird es um die Verteidigung im Detail gehen. Da werden wir uns dann ganz genau anschauen, wie viel Schaden, wie viel Verteidigung eliminiert. Dann werden wir uns bis ins letzte Detail Schiffsrollen anschauen. Also welche Schiffe greifen welche Schiffe an, beziehungsweise welche Schiffe verteidigen welche eigenen Schiffe. Dann werden wir mal kurz einen Abstecher machen zum Thema Focus Fire. Sprich, greifen alle Schiffe ein Schiff an oder wird das vielleicht gesplittet? Ja, und dann noch ein Thema zum Abschluss. Das werden die Träger sein. Da gibt es diverse Fallhürden zu nehmen und da hoffe ich ein bisschen für Klarheit zu sorgen und ja, zu verhindern, dass euch die gleichen Fehler passieren, die mir passiert sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und die Timeline wird auch wieder fleißig gefüllt, also da könnt ihr dann zu den Themen springen, die euch besonders interessieren. So, dann schauen wir uns mal Verteidigung im Detail an. Und zwar am Beispiel von Laserwaffen. Bei Raketenwaffen und kinetischen Waffen funktioniert es im Prinzip genauso. Wir haben hier ein Opfer, mit dem wir ein bisschen experimentieren werden. Und ja, hier haben wir schon mal zwei Escort-Schiffe hingepackt. Die haben keine Waffen eingebaut, die sind nur dafür da, dass unsere Angriffsschiffe nicht sofort draufgehen. Dann werden wir da auch sehen, was passiert. Und ja, jetzt haben wir hier Schiffe. L1 ist einfach ein Schiff, was Strahlenangriff 1 hat. L4 ist ein Schiff mit Strahlenangriff 4. L9 mit Angriff 9 und so weiter und so fort. So. Schicken wir hier mal ein 1er, ein 4er, ein 9er rein und greifen hier mal an. Los geht's. Sehen wir hier, dass die Jäger haben gar keine Schilde, das heißt, dort wird direkt der volle Schaden zugeteilt und geht auf den Rumpf. Machen wir mal weiter, weil die Sternbasis, die wird dann Schilde haben. Also wir sehen, bei Angriff 4 wird nur ein Schild abgezogen. Bei Angriff 1 wird auch nur ein Schild abgezogen. Also von 1 bis 4 haben wir davon jetzt gar keinen Vorteil gehabt. Und dann bei 9 werden zwei Schilder abgezogen. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass wenn wir jetzt 9 Angriff haben, 9 Schilder abgezogen werden. Sondern das ist wesentlich weniger. Und wir werden das dann auch in zukünftigen Beispielen auch mit viel höherer Angriffskraft sehen, dass dort viel weniger Verteidigung pro Angriff verloren geht, als wir eigentlich Schaden verursachen. Ja, und wenn wir jetzt hier mit dem L9er direkt auf die Basis gehen, dann machen wir doch 9 Schaden und nicht 2 Schaden, wie es vorher bei einem Schild war. Jetzt haben wir hier das Beispiel, dass wir ein Schiff haben mit Strahlenangriff 60 und Start.
Ja gut, die Abfangjäger werden dann sofort zerschossen. Interessant wird es dann bei der Sternbasis. Und hier sehen wir jetzt, dass wir mit 60 Angriff 5 Schilde zerstören. Pro Treffer. Nächstes Beispiel mit Laserangriff 120. Da sind wir bei 120, machen wir 8 Schaden auf die Schilder. Und jetzt haben wir nochmal unser Flaggschiff mobilisiert, das hat Laserangriff 180. Da gehen wir mal in die Schiffsdetails. Und da haben wir 9 Doom Rays eingebaut. Und Doom Rays sind halt die allerstärksten Laserwaffen. Ja, also hier riesiger Rumpf. Nur ein Antrieb eingebaut. Und ansonsten 9-mal die stärksten Laserwaffen. Damit kommt man dann auf 180. Und Angriff. Und hier sehen wir jetzt, dass wir mit 180 9 Schilde auf einen Schlag zerstört haben. Ja. Aber daran sieht man halt, wie stark die Verteidigung ist. Also deswegen gehen wir nochmal aufs erste Beispiel zurück. So, wir haben ja jetzt hier unsere 2 Escortschiffe, die über sehr viel Verteidigung verfügen. Und wir gehen einfach mal hin und packen ein L1 und ein L4 rein. Dann Angriff. Ja, wir verfügen nur über 5 Angriff. Aber halt über ganz viel Verteidigung. Die Gegner verfügen über viel mehr Angriff, aber über viel weniger Verteidigung. Und es wird uns hier schon gesagt, sie garantiert. Schauen wir uns da mal an. Und ja, man sieht halt hier die gegnerischen Schiffe, die machen halt immer 3 Schaden auf unsere Schilde. Obwohl sie 19 Angriff haben. Ja. Da geht halt jetzt ganz langsam, peu à peu, gehen dann die Schilde runter. Und ja, nochmal ein bisschen schneller. Ja, also geht immer alles noch auf die Schilde. Und die gegnerischen Abfangjäger sind jederzeit Geschichte. Jetzt, jawohl. Und ja. Jetzt greift unser Schiff halt die Sternbasis an. Und unsere Schilde sind immer noch lange nicht aufgebraucht. Und dann haben wir es gleich gewonnen. So, also das zur Demonstration nochmal, wie stark die Verteidigungsmodule sind. Und wir hatten gesehen, dass wir mit kleinen Schiffen einen Schaden am Schild gemacht haben und mit riesigen Schiffen mit 9-mal Doom Rays drin und 180 Angriff haben wir 9 Schaden an den
Schilden verursacht pro Angriff. Ja, und das ist bei Raketen und bei kinetischen Waffen halt das gleiche Prinzip. Wir haben jetzt hier zwei L9 dran. Und einmal in einer Spezialausführung. Schauen wir uns mal die Details an. Hier haben wir nämlich ein L9 Plus. Und da ist Schildschlag eingebaut. Strahlenwaffen ignorieren 60% Schilde, verursachen aber immer noch vollen Schaden. Dann schauen wir mal an, wie sich die beiden Schiffe im Vergleich schlagen. Aber der Anfang ist wieder Geplänkel mit den Abfangjägern, die keine Schilde eingebaut haben. Dann geht es halt zur Sternbasis. Und L9 Plus macht 3 Schaden an den Schilden. Und L9 macht nur 2 Schaden. Ja, also durch dieses Modul kann man halt dann mehr Schaden auf den Schilden machen. Oh, 3 plus 2 macht halt dann so mit 5. Und hat 5 Schilde weniger. Eine Bemerkung zur Effizienz, wenn es darum geht, die Verteidigung der Gegner zu minimieren. Die großen Schiffe, die verbrauchen natürlich viel mehr Logistik. Und wir hatten gesehen, so ein L180 mit 24 Logistik verursacht pro Angriff nur 9 Schaden auf den Schilden. Und ein L1. Okay, jetzt haben wir hier einen kleinen Rumpf gewählt, aber auf einen Angriff kämen wir auch mit einem winzigen Rumpf. Und dann mit Logistikkosten von 1. Da machen wir halt schon einen Schaden auf dem Schiff. Man könnte ja für die 24 Logistikkosten dann 24 winzige Schiffe bauen, die Strahlenangriff 1 haben. Und dann würde man halt auch 24 Schaden auf den Schilden machen. Und dann wäre man halt, was die Entfernung der Schilde anbelangt, halt mit den kleinen Schiffen wesentlich effizienter als mit den großen. Aber wenn dann die Schilde einmal weg sind, dann ko kommen natürlich die großen Schiffe zum. Ja, dann glänzen die großen Schiffe. Ja, dann machten die großen Schiffe dann 180 Angriff. 180 Schaden pro Angriff und die kleinen machen immer noch nur 1. Aber das ist dann halt so die Frage, das auszubalancieren. Und eine gute Möglichkeit, an so kleine Schiffe zu kommen, sind natürlich auch Träger, die wir uns dann später im Detail anschauen. Die haben dann ganz viele kleine Schiffe am Start. Wir können dann im Late Game, aus dem auch unsere Beispiele waren, natürlich noch wesentlich bessere Schiffe für Logistikkosten von 1 erstellen. Und zwar haben wir jetzt hier einen Antrieb drin, ein Maldoom Ray und 3 Lichtgeschwindigkeitsantriebe, die uns dann taktische Geschwindigkeit und auch noch Ausweichen bescheren. Und da kommen wir dann halt auf Angriff 20 mit Logistikkosten von 1. Ein wichtiger Aspekt ist dann noch, dass die Verteidigung auf jeden Fall erst abgebaut wird, bevor Schaden auf den Rumpf geht. Und zwar hatten wir ja gesehen, dass unser großes Kriegsschiff mit 180 Laserangriff 9 Schilde abbaut. Mit einem Angriff. Wenn der Gegner jetzt nur ein Schild hat, dann ist es aber noch so, dass er mit diesem einen Schild einen Angriff komplett abwehrt. Und erst der nächste Angriff dann auf die Trefferpunkte geht. Also auch wenig Verteidigung hilft gegen solche
großen Kriegsschiffe. Jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Aspekt, der sehr wichtig ist, wenn es um Kämpfe geht. Und zwar geht es jetzt um die Schiffsrollen. Die Schiffsrollen sieht man immer in den Schiffsdetails. Und hier ist es jetzt zum Beispiel ein Abfangjäger. Die Rolle wird vom Schiffsdesigner automatisch ermittelt. Dabei sind relevant die Rumpfgröße, die Bedrohung, Standhaftigkeit und Wert. Wenn man mit der automatischen Ermittlung nicht einverstanden ist, kann man es beim Speichern auch je nach Belieben selber einstellen. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen herumexperimentieren. Also jetzt ist es ein Abfangjäger. Und wir werden Änderungen vornehmen an den Werten Bedrohung, Standhaftigkeit und Wert. Wenn wir jetzt die Lichtgeschwindigkeitsantriebe rausnehmen, sinkt die Bedrohung. Jetzt ist die Bedrohung so niedrig, dass das Schiff zu einem Unterstützungsschiff wurde. Da bauen wir wieder einen weiteren Antrieb ein, geht die Bedrohung hoch und es wird zu einem Abfangjäger. Bauen wir hingegen Verteidigung ein, das Schiff zu einem Wächter. Ja, aber wie gesagt, das ist halt der Automatismus. Der ist eigentlich auch ganz gut. Ja. Aber wenn man sich richtig mit der Materie Galactic Civ 3 auseinandergesetzt hat, dann kommt man vielleicht in der einen oder anderen Situation darauf, ah, es ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, die Schiffsrolle manuell anzupassen. Und wir hatten jetzt hier in unserer Beispielflotte diese zwei großen Schiffe, die das Feuer auf sich gelenkt haben, manuell auf Begleitjäger gesetzt. Und das werden wir dann nachher auch in einer Tabelle sehen, dass wir dadurch halt die Priorität, in der die Gegner unsere Schiffe angreifen, steuern können. Und dann gehen wir jetzt mal auf die offizielle Wiki-Seite. Da ist das nämlich alles im Detail beschrieben und ich werde dann mal entsprechend Erklärung zu abgeben. Ja, hier sind wir jetzt im offiziellen Wiki. Ich werde auch den Link dann in die Videobeschreibung packen. Ist leider auf Englisch, aber ich werde es alles ins Deutsche übersetzen. Und ja, dann sieht man halt hier bei der Bestimmung der Rollen, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass halt Bedrohung, dann die Beständigkeit und der Wert der Schiffe entscheidend sind. Und ja, Bedrohung kommt halt durch Waffen und auch durch die Lichtgeschwindigkeitsmodule, wie wir gesehen hatten. Beständigkeit durch Verteidigungsmodule und Wert durch sonstige Module. Und ja, die Werte werden halt dann zusammengerechnet und dann wird halt die Rolle ermittelt. Ja. Durch Bedrohung wird es halt dann zu einem Angriffsschiff, durch Beständigkeit zu einem Verteidigungsschiff und durch Wert zu einem Supportschiff, also Unterstützungsschiff. Und dann spielt halt die Größe der Hülle noch eine Rolle. Also dann, ja gut, hier sagt er jetzt, wenn Wert am größten ist, ist es immer ein Supportschiff. Ja, und dann winzige Schiffe können halt, wenn die Bedrohung am höchsten ist, Abfangjäger.
Und wenn die Beständigkeit am größten ist, werden es Wächter. Und ja, bei kleinen Schiffen ist dann so, die werden dann zu Angriffsschiffen, wenn die Bedrohung groß ist. Und zu Begleitjägern, wenn die Beständigkeit groß ist. Ja. Mittlere und große Schiffe werden bei einer hohen Bedrohung zu Heimatweltschiffen oder zu Begleitschiffen, wenn sie besonders viel Verteidigung haben. Und riesige Schiffe werden immer zu Heimatweltschiffen. Das ist halt die Standardrolle, wie sie ermittelt wird, und ich hatte euch ja gezeigt, dass man sie auch nach Belieben selber dann beim Speichern ändern kann. Und die Priorisierung von den gegnerischen Schiffen, die hängt halt davon ab, welche Rolle das eigene Schiff hat und welche Rolle die gegnerischen Schiffe haben. Da werden wir gleich eine ziemlich ausführliche und detaillierte Tabelle sehen. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, dass alle Schiffe am Anfang des Kampfes also die Angriffsschiffe, die fliegen erstmal ins Center. Also auch wenn unsere Schiffe auf der Jagd sind nach Schiffen des Gegners, die weiter hinten sind, fliegen sie erstmal ins Zentrum, greifen dort alles an, was sie, was sozusagen in Schussreichweite gerade ist, und fliegen dann weiter zu ihrem Ziel. Und dann wechseln sie das praktisch. Also sobald dann das eigentliche Ziel in Sichtreichweite, in Schussreichweite ist, schießen sie dann auf dieses Ziel. Wir werden dazu auch, keine Angst, wir werden dazu auch Beispiele gleich noch im Spiel sehen, wo das genau der Fall ist. Dann. Ja, werden verteidigende Schiffe haben halt auch eine Verteidigungspriorität. Das schauen wir uns dann gleich auch in dieser schon angekündigten Tabelle an. Und je nachdem, was das Schiff für eine Rolle hat, schadet es halt weiter vorne im Kampf oder weiter hinten. Unterstützungsschiffe, wie unsere schon oft erwähnten Reparaturdrohnen, starten halt ganz hinten. Und Abfangjäger, die starten ganz weit vorne. Dann ist halt die taktische Geschwindigkeit noch relevant. Je mehr taktische Geschwindigkeit ein Schiff besitzt, desto schneller kann es sich halt an seine Wunschposition bewegen. Ja, und taktische Geschwindigkeit bekommt man halt durch den Einbau von Lichtgeschwindigkeitsmodulen. Okay, und jetzt hier kommt die angekündigte Tabelle. Ja, also. Hier haben wir dann das Schiff, die Schiffsrolle des eigenen Schiffs. Also Capital ist halt Heimatwelt. Und hier sehen wir dann die Priorität der gegnerischen Schiffe. Das Heimatweltschiff wird als erste Priorität Begleitjäger angreifen, danach andere Heimatweltschiffe, dann Angreifer, danach Abfangjäger, dann Wächter, dann Unterstützungsschiffe, dann Sternenbasen und dann Upgrading. Ja, wahrscheinlich ist das so Platzhalter für Schiffe, die gerade noch abgegradet werden. Und eigentlich nutzlos sind. Okay. Aber der Vorständigkeitshalber wird es halt hier aufgeführt. Heimatweltschiffe werden niemals eigene Schiffe verteidigen. Und sie starten bei 1400. Aber was jetzt genau 1400 ist,
Man kann sich das halt dann mit anderen Schiffen in Relation setzen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier uns als nächstes anschauen, Begleitjäger, die sind halt erst einmal verteidigende Schiffe, Begleitjäger. Das heißt, sie werden bei eigenen Heimatweltschiffen bleiben. Wenn es keine Heimatweltschiffe gibt, dann bei eigenen Unterstützungsschiffen. Und wenn es da nichts mehr zu verteidigen gibt, dann werden sie halt hier nach der entsprechenden Priorität sich Ziele suchen. Und jetzt haben wir hier die Startposition 1600. Das heißt, weil es nicht zu verteidigen gibt, würden die Begleitjäger halt 200 Einheiten näher am Gegner sein als die Heimatweltschiffe. Ja, und so geht das halt hier weiter. Dann hat man jetzt hier die Angriffsschiffe. Die verteidigen halt nicht, sondern greifen an und starten bei 1700. Also sind noch offensiver als die Begleitjäger. Und am alleroffensivsten sind dann die Abfangjäger. Und die starten bei 1800. Die Wächter starten bei 1200, also wesentlich weiter hinten als alles, was wir bisher gesehen haben. Und die Unterstützungsschiffe, die starten noch weiter hinter bei 1000. Ja, und mit dieser Tabelle, da kann man sich natürlich jetzt sehr viel Gehirnschmalz investieren. Und man wird zum Beispiel sehen, dass, also mal angenommen, man möchte jetzt sicherstellen, dass gewisse Schiffe nicht angegriffen werden. Sagen wir haben ja kleine Schiffe, die Schaden machen, so wie wir es vorhin auch in den Beispielen gesehen haben, unsere Laserschiffe. Und wir wollen, nehmen wir das Beispiel von vorhin. Genau. Also wir haben unsere Laserschiffe, die sollen nicht angegriffen werden, und dann haben wir andere Schiffe, die sehr viel Verteidigung eingebaut haben. Dann kann man sich das hier anhand der Tabelle überlegen. Und zwar kann man sagen, dass die Schiffe mit der Verteidigung werden hier Begleitjäger. Und die Laserschiffe, die nicht angegriffen werden sollen, werden Heimatweltschiffe. Dann schauen wir mal hier bei der Target-Priorität, wo denn Heimatweltschiffe und Begleitjäger immer auftauchen. Dann sehen wir, dass hier bei den Heimatweltschiffen halt die Begleitjäger vor den Heimatweltschiffen stehen. Das heißt, hier kann man schon mal einen Haken hintermachen. Es werden immer erst dann unsere Begleitjäger angegriffen. Dann hier, zweiter Schiffstyp. Begleitschiff steht vor Heimatfeld. Also kann man hier auch einen Haken hintermachen. Nächster Angriffstyp. Begleitschiff steht vor Heimatfeld. Wieder ein Haken. Dann bei den Abfangjägern. Begleitschiff. Und Heimatfeld ganz hinten. Wieder ein Haken. Und hier. Begleitschiff, Heimatfeld darunter, Haken. Supportschiff, also Unterstützungsschiff. Haben wir hier das Begleitschiff und darunter Heimatfeld, wieder ein Haken. Also bei sämtlichen Schiffsrollen ist es so, wenn wir unsere Tanks als Begleitschiff definieren und unsere verletzlichen Damage-Dealer als Heimatwelt, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Da kann nichts mehr schief gehen. Da müssen wir nur bei jedem Schiff auch wirklich darauf achten, wenn wir die Schiffsrolle, wenn wir das Schiff speichern, dass wir die Schiffsrolle entsprechend einstellen. Dann wird es natürlich im Detail nochmal komplizierter, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Reparaturdrohne haben. Ja. Wenn wir die als Unterstützung definieren, dann haben wir also Support, taucht hier ganz weit unten auf. Weiter unten, weiter unten. Ja, und hier jetzt. Abfangjäger, die greifen Unterstützungsschiffe recht früh an. Aber auch dort ist es so, wenn wir noch unsere Begleitjäger haben, dann werden auch unsere Unterstützungsschiffe nicht angegriffen. Und hier auch. Ja, also Unterstützungsschiffe sind immer ziemlich weit unten. Ja, am höchsten halt bei Abfangjägern. Aber auch dort Begleitjäger davor. Also ist es so, dass wenn wir Tanks definieren, können wir sie als Begleitjäger definieren und jetzt habe ich hier Guardian markiert. Escort natürlich. Ja? Guardian sind die Wächter. Also Escort sind die Begleitjäger. Und aber auch bei, ich weiß ja gerade, was falsch gemacht habe. Schauen wir nochmal. Escort immer vor Support. Ja. 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 Und ja. Ja, also so kann man dann praktisch die eigenen verwundbaren Schiffe schützen, indem man dann sagt, unsere Schiffe sind jetzt Begleitjäger, die mit entsprechenden Verteidigungsmodulen eingebaut sind. Ja, das wird hier auch in dem im Wiki nochmal beschrieben. Ja. Genau dieser Punkt hier, dass man halt eine Flotte aus so ausstatten kann, dass die verteidigenden Schiffe als Begleitjäger definiert werden und die Angriffsschiffe als Heimatweltschiffe. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt damit nicht überfordert, aber wir werden, wie versprochen, gleich Beispiele sehen. Und ihr könnt ja auf jeden Fall, wenn ihr dazu Fragen habt, das auch in die Kommentare schreiben. Aber wenn ich Antworten darauf habe, werde ich auch gerne darauf antworten. Okay, dann schauen wir uns nochmal das Beispiel an mit den Laserschiffen und unseren Begleitjägern und achten halt jetzt nicht darauf, auf den Schaden der Verteidigung zugefügt wird, sondern halt auf unsere Schiffsrollen und die Target-Priorisierung und gehen jetzt mal in den Kampf. Und wir sehen jetzt hier, dass unsere kleinen Schiffe halt die Klasse Hauptwelt haben und die großen Schiffe die Klasse Begleitjäger. Die kleinen Schiffe würden halt sofort zerstört werden, aber die Gegner sind Abfangjäger und haben dann als Angriffsprio die Begleitjäger. Ja. Weil wir sehen hier auch noch einen ganz schönen, ganz gut an dem Beispiel, dass die
Begleitjäger halt unterschiedliche, dass die gegnerischen Schiffe sich nicht auf einen Begleitjäger stürzen, sondern dann, da es zwei zur Auswahl gibt, das zufällig ausgewürfelt und ja, die eingreifen halt den einen an, die anderen den anderen. Ja, also das funktioniert hier wunderbar. Und ja, gut, unsere kleinen Schiffe brauchen halt jetzt eine gewisse Zeit, um die Gegner zu zerstören. Aber die ganze Zeit geht das Feuer halt auf die Begleiter. Ja, und die Sternbasis wird dann auch irgendwann sterben. Ist nur eine Frage der Zeit. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, in dem man gut erkennen kann, dass es erstmal einen großen Crash in der Mitte der Map gibt. Und die Schiffe dann weiter zu ihren eigentlichen Zielen fliegen. Und zwar haben wir hier auf der gegnerischen Seite einen Träger, der die Klasse Unterstützung hat. Und vier Abfangjäger der Klasse Abfangjäger. Habe ich jetzt erst vier Abfangjäger mit der Klasse Abfangjäger? Ja, okay. Na gut. Und auf unserer Seite haben wir auch Abfangjäger. Die haben halt eigentlich den Träger als Ziel. Aber sie müssen halt erstmal durch die Mitte fliegen. Und auf der Mitte, oder in der Mitte, treffen sie halt auf die gegnerischen Abfangjäger. Genauso die gegnerischen Abfangjäger. Die möchten eigentlich unsere Reparaturdrohne angreifen, die halt die Klasse Unterstützung haben. Aber treffen halt auf unsere Abfangjäger. Und deswegen sehen wir hier im Kampflog, dass sich die Jäger gegenseitig beschießen. Auf dem Weg zu ihrem eigentlichen Ziel. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weitermachen. Sieht man in der Top-Down-Ansicht auch ganz gut. Ja, also die gegnerischen Jäger fliegen halt zu unseren Unterstützungsschiffen und unsere fliegen zum Träger. Ja. Und dann, sobald halt das eigentliche Ziel in Schussreichweite ist, wird halt das Target geswitcht und ja, dann geht's da weiter. Es ist auch völlig egal, wie beschädigt oder unbeschädigt das vorherige Ziel war. Das Switchen findet auf jeden Fall statt, sobald es möglich ist. Schauen wir uns das gleiche Beispiel nochmal unter einem anderen Aspekt an. Und zwar das Thema Focus Fire. Wir sehen hier sehr schön, dass das Feuer gesplittet wird. Also unsere Abfangjäger greifen hier Nummer 27, Nummer 26 und Nummer 25 an. Und ja, 26, 27, 27, 26, 24. Es wird halt für jedes einzelne Schiff zufällig ermittelt, welches gegnerische Schiff es angreift, falls mehrere Schiffe die gleiche Priorität haben. Und ja, diesen Gedanken kann man sich halt zunutze machen, indem man sich zum Beispiel, ja, bei den kleinen Schiffen wird man in den meisten Fällen eh mehr haben, gerade wenn man dann auch mit Trägern spielt, was wir dann uns nachher noch anschauen werden. Aber auch wenn man größere Tanks baut, dann kann man sich halt überlegen, okay, nehme ich jetzt nur einen mit in die Flotte oder nehme ich mehrere mit? Weil durch das Splitten des Feuers hat man natürlich dann ja einen Vorteil, dass es wesentlich länger dauert, bis erstmal die Verteidigung von einem Schiff runtergeschossen wird. Dann können eventuell noch Reparaturdrohnen eingreifen. Und ja, die Hülle vom Schiff ist ja dann auch noch da. Und durch nicht fokussiertes Feuer können wir natürlich wesentlich besser durchhalten.
Okay, Leute, ein Thema bin ich euch noch schuldig, und zwar das Thema Träger. Träger sind sehr kompliziert, aber auch sehr mächtig, wenn man es richtig macht. Und ja, legen wir los. Also, die Forschung zu Trägern findet man hier im Bereich Technik. Hier heißt es jetzt Wiederholung, weil wir die hier ausspielen. Und da finden wir dann die erste Forschung, Träger. Damit wird das Ganze freigeschaltet. Und dann gibt es halt verschiedene Module, die man noch freischalten kann. Ah. So, und was halt jetzt hier irreführend ist. Vielleicht ist das auch etwas. Da kenne ich jetzt die Historie von Galactic Civ 3 leider nicht hinreichend, was in der Vergangenheit wirklich mal so war. Und dass die Begriffe, die hier verwendet werden, dort auch gepasst haben. Aber Stand heute sind die Begriffe irreführend. Und ich werde euch das erklären. Und hoffentlich passieren euch dann nicht die gleichen Fehler, die mir passiert sind. Und zwar würde man jetzt hier annehmen, dass man, wenn man dieses Modul einbaut, Angriffsjäger bekommt und somit die Schiffsrolle auch vorgegeben wird von den Jägern. Wenn man dieses Modul einsetzt, dass man Abfangjäger bekommt. Und wenn man das Modul einsetzt, Wächter. Und das Modul wiederum Angriffsjäger. Dem ist aber nicht so. Das Einzige, was wir durch das eingesetzte Modul bewirken, ist die Anzahl der Schiffe. Und wir bestimmen den Waffentyp. Ich habe hier mal ein Beispiel vorbereitet. Wir haben hier jetzt 14 Abfangjäger. Gehen wir ins Detail. Dann sehen wir, dass wir 7 Drohnenträgermodule eingebaut haben. Und ja, dadurch werden die als Abfangjäger bezeichnet. Aber das bedeutet einfach nur, dass diese Jäger vom Typ Laser, also dass sie Strahlenwaffen verwenden. Ja, es ist so, die verwenden Strahlenwaffen. Es sind noch lange nicht Abfangjäger. Nächstes Schiff. 15 Angriffsjäger. Modul. Begleitjäger-Trägermodul hat halt 3 Angriffsjäger und dann mal 5 kommt auf 15. Es ist nicht festgelegt, dass es Angriffsjäger sind, aber es ist festgelegt, dass sie Raketenwaffen verwenden. Dann 14 Wächter. Gleiches Prinzip. Es ist nicht festgelegt, dass das Wächter sind. Es ist nur festgelegt, dass sie kinetische Waffen verwenden. Damit wir Einfluss darauf nehmen können, welche Schiffsrolle die Jäger haben, müssen wir dann entsprechend zu dem verwendeten Typ, also Strahlenangriff, Raketenangriff oder kinetischer Angriff, in der Waffenforschung entsprechend fortgeschritten sein. Und zwar geht es hier immer um die Waffen, die keine strategischen Ressourcen benötigen. Also, hier sehen wir jetzt, da sind Strahlenwaffen drin, die Ellerium kosten, die sind irrelevant für Träger. Hier haben wir jetzt die Strahler. Die kosten kein Ellerium, die sind relevant für Träger. Und dann gehen wir entsprechend, wir haben jetzt hier alles erforscht. Die höchste Waffe, die keine strategische Ressource verwendet aus dem jeweiligen Zweig, die ist relevant.
Also hier haben wir jetzt Strahlenangriff 9. Genauso bei den Raketen. Höchste Waffe und ohne Antimaterie ist hier Raketenangriff 10. Und hier bei kinetischen Waffen Angriff 5. Es ist wichtig, wenn wir offensive Schiffe haben möchten, also wenn wir möchten, dass der Automatismus Waffen einbaut in die Jäger und nicht Verteidigung. Und vor allem auch die Schiffsrolle an Abfangjäger festlegt und nicht Wächter, dass wir im jeweiligen Waffenzweig weiter sind, als wir in der Verteidigung sind. Also nehmt euch in Acht davor, wenn ihr mit Trägern spielt, also sagen wir mal, ihr seid hier mit den Waffen ungefähr hier, damit der Verteidigung weiter voranzuschreiten. Es sei denn, ihr wollt, dass eure Jäger Wächter werden. Dabei bleiben sie aber auch wirklich in der Defensive. Wenn ihr wollt, dass sie schnell zum Gegner fliegen und richtig aggressiv sind, dann müsst ihr, wenn ihr mit Trägern spielt, eure Waffenforschung vor eurer Verteidigungsforschung haben. Ja. So, jetzt nochmal ein Beweis. Also hier steht ja jetzt, dass das Wächter sind. 13 Bewegungspunkte. Das reicht wahrscheinlich nicht mehr. Um irgendwas anzugreifen, oder? Über die Hyperlane. Ah, doch, versuchen wir mal. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. So, da sind wir wieder. Also, angeblicher Wächter. Und jetzt greifen wir die Sternbasis an. Und okay. Jetzt sind es auch wirklich Wächter, weil wir sehen, dass der Angriff kleiner ist als die Verteidigung. Ja. Und ja, hier haben wir jetzt einen gemixten Träger. Und ja, jetzt haben wir hier halt hier Angriff kleiner als Verteidigung, dann ist es ein Wächter. Und bei den Strahlenwaffen haben wir halt Angriff größer als Verteidigung, ist dann ein Abfangjäger. Und bei den Raketenwaffen haben wir auch Angriff größer, Verteidigung und Abfangjäger. Ah, also es geht immer darum, wie groß ist unser Angriff? Wie groß ist unsere Verteidigung und dementsprechend wird dann automatisch ermittelt, ob es Abfangjäger oder Verteidiger sind. Wir haben da dann kein, außer der Forschung haben wir darauf sonst keine, kein, kein ein, keine Einflussmöglichkeit. Aber bei den Gegnern ist es halt auch so, sie haben mehr Angriff als Verteidigung eingebaut und sind dann entsprechend Abfangjäger. Also forscht fleißig eure Waffentechnologien, wenn ihr wollt, dass eure Jäger an die Front gehen und nicht hinten Patrouille fliegen. Und hier ist halt die Angriffsjäger, also die erste Forschung, wo man zwei Angriffsjäger bekommt. Und die letzte Forschung, das sind Raketenschiffe. Und die Abfangjäger sind, die verwenden Laserwaffen und die Wächter verwenden kinetische Waffen. Ja, und wir hatten auch gesehen, dass unsere stärksten kinetischen Waffen, die keine strategischen Ressourcen verfügen, halt nur kinetische Angriff 5 haben.
Ah, und die Raketen haben 10 und die vom Strahlenangriff 9. Also das passt halt auch zusammen. Das ist nämlich unsere. Jäger mit kinetischen Waffen dann zu Wächtern werden. Aber weil die Waffen einfach schwächer sind. Von der Zahl her. Die greifen auch, also kinetische Waffen schießen auch häufiger. Aber von der eigentlichen Zahl her ist es halt kleiner und deswegen werden die ja zu Wächtern. Eine Warnung möchte ich euch noch ans Herz legen, wenn ihr mit Trägern spielt. Und zwar ist es so, dass es passieren kann, dass gegnerische Schiffe durchbrechen, zu eurem Träger kommen und den dann zerschießen. Und auch wenn ihr dann am Ende des Kampfes mit 50 Jägern dasteht und der Gegner mit nichts, wenn ihr keine Träger mehr habt, ist das praktisch schon unentschieden und ihr verliert auch alles. Also ist es sehr riskant, wenn ihr Träger habt, die selber nicht bewaffnet sind und ihr nur Abfangjäger habt in der Flotte ansonsten. Da kann es sein, also sagen wir mal, man kämpft mit einem Träger gegen einen anderen Träger. Beide haben Abfangjäger an Bord. Die Abfangjäger treffen sich in der Mitte, beschießen sich auch und dann fliegen ein paar von unseren Jägern zum gegnerischen Träger. Ein paar von den gegnerischen Abfangjägern fliegen zu unserem Träger. Dann zerschießen unsere Schiffe den gegnerischen Träger. Die gegnerischen Schiffe zerschießen unseren Träger. Und dann fliegen sie wieder zurück. Und egal, ob wir jetzt das am Ende gewinnen oder verlieren, wir werden auf jeden Fall und die Gegner auch alles verlieren. Ja? Also Jäger ohne Träger am Ende des Kampfes, die verschwinden. Was man machen kann, kann auch in den Träger selber noch Waffen einbauen, ja. Und dann vereinzelte Jäger, die durchbrechen, dann noch zu beschießen. Oder wir wenden das an, was wir hier in dem Video gelernt haben. Und stecken ein Begleitschiff mit entsprechender Verteidigung noch in die Flotte. Und wir hatten ja auch anhand der Tabelle gesehen, dass Begleitschiffe immer vor den Unterstützungsschiffen priorisiert werden. Also wenn wir das Trägerschiff dann entsprechend auf Unterstützung haben, da ein Begleitschiff bei ist, dann minimieren wir das Risiko, den Träger zu verlieren, entsprechend. Ja, richtig Spaß machen Träger halt im Zusammenhang mit Buffs. Also defensive Buffs, die eine Schilde, Raketenabwehr oder Panzerung geben, die werden halt auch auf die Jäger angewendet. Und offensive Buffs, die halt die Angriffe stärken, werden auch angewendet. Also hier zum Beispiel die Sternbasis. All diese Buffs, also Strahlenangriff plus 5 und dann nochmal plus 50% und so weiter und so fort. Das wird alles auch auf jedes einzelne Jägerschiff angewendet. Das heißt, ja, es ist eigentlich unvorstellbar, mit Trägern zu spielen und dann nicht auch auf Buffs zu gehen. Ja, also da kommt dann die richtige Spielfreude zum Vorschein. Also da kann man sich richtig, richtig nette Flotten aufbauen. Die dann, ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel 42 Jäger drin. Und die werden halt alle hier entsprechend gebufft. Ja. Also, das ist. Die Kombi aus Buffs und Trägern ist halt perfekt. Ja, wenn wir jetzt einen riesen Schiff haben, das an sich schon sehr stark ist, dann kriegt dann 5 Strahlenangriff dazu. Ja, gut. Mit plus 50% ist halt schon mal eine andere Geschichte, ja. Aber diese plus 5, das ist halt
genial, wenn man so kleine Schiffe hat. Die machen dann an sich vielleicht 10 Schaden und dann kriegen sie ja plus 5 dazu, dann machen sie 15. Ja. Und defensiver. Also das sind halt diese kleinen Jäger, die haben halt kaum Trefferpunkte. Aber durch solche defensiven Buffs, und das haben wir uns ja in diesem Video auch sehr ausführlich angeschaut, halten die halt extrem viel aus. Also da kann man sehr viel Spaß mit haben. Und ja, ich hoffe, dass durch das Thema Träger dann nicht ganz so viele Probleme bereiten wird, wie es mir bereitet hat. Okay, Leute, das war der dritte Teil des Schiffs- und Flottenguides. Ich hoffe, ich konnte euch an der einen oder anderen Stelle eine Hilfe bieten und ja, verhindern, dass ihr in die eine oder andere Falle tritt. Gerade bei den Trägern kann man ja einiges falsch machen und die Schiffsrollen, ja, ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich gerne über Kommentare freuen oder auch wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Daumen hoch, ist natürlich immer gerne gesehen. Und ja, was jetzt Schiffs und Flotten angeht, ich denke, als Guide habe ich so ziemlich alles abgedeckt, was mir eingefallen ist. Vielleicht werde ich noch Beispielkämpfe mal aufnehmen und dann hochladen und kommentieren, wo es gut oder wo es schlecht funktioniert hat. Also sozusagen so Highlights. Okay, Leute, dann macht's gut. Bye bye.